Folks, da bin ich wieder, eure Katrin, und schaut mal, was ich heute hier habe. Und zwar den Stegosaurus von Papo aus der ersten Generation. Den habe ich zwar schon seit den 25. Mai, aber ich komme jetzt erst dazu, euch den zu zeigen und möchte mal die Unterschiede aufzeigen zwischen der ersten und der zweiten Generation. Den Papo Stegosaurus habe ich euch ja schon vorgestellt in meiner Papo Review-Reihe. Doch heute geht's nochmal um das erste Modell. Den habe ich euch noch nicht zeigen können, ist ja klar. Dieses Modell sieht man heutzutage immer noch sehr häufig auf Händlerfotos, wenn der im Internet so angeboten wird. Tatsächlich kriegt man dann aber den hier, die zweite Generation. Und ich hatte mal einen Händler gefragt, wie das kommt. Und da wurde mir gesagt, die kriegen keine anderen Bilder von dem Hersteller selber. Also auf dem Artikelbild ist immer der aus der ersten Generation zu sehen. Tatsächlich bekommt man aber den hier. Der hier ist nicht mehr erhältlich und ist heute auch ziemlich schwer zu bekommen. Also meine Erfahrung ist, dass es fast schwieriger ist, den hier zu bekommen, diese erste Generation, als wie den grünen Standing Rex von Papo oder den braunen Velociraptor. So, nun habe ich sie mal beide zusammengestellt und ich denke, die Unterschiede werden hier besonders deutlich. Die erste Generation, also das linke Modell, ist hier wesentlich heller als die zweite Generation. Dann besonders markant sind hier die weißen Tupfen auf den Knochenplatten vom linken Modell, die dem zweiten Modell hier, also der zweiten Generation, völlig fehlen. Das sind rein braun und überhaupt das Grün und das alles ist viel, viel dunkler gehalten als wie bei dem Modell aus der ersten Generation. Den habe ich übrigens auf eBay durch einen Glücksfall. Ja, also ich freue mich ja immer wieder, dass es Leute gibt, die da auch für mich die Augen offen halten. In dem Fall muss ich Danke sagen an Selina, einer sehr netten Facebook-Bekanntschaft, die da für mich auch mal ein bisschen geguckt hat, mich darauf hingewiesen hat. Der wurde gerade eingestellt, somit war ich die Erste, die darauf geboten hatte, konnte gleich mein Maximalgebot eingehen und peng, war es meiner. Ja, also verdammt schwer zu bekommen, das Modellchen. Deswegen bin ich froh, dass ich den jetzt endlich habe. Und damit kann ich dann meine Pablo-Sammlung wirklich als abgeschlossen bezeichnen. Gut, es gibt zwar noch den braunen Running T-Rex, aber der ist sehr rar. Der ist wirklich so rar. Die haben es wirklich in einer derart geringen Stückzahl produziert, wie es scheint, dass ich es da fast schon für unrealistisch halte, den zu bekommen. Deswegen schließe ich den einfach mal aus. So, weiter zum Stegosaurus von Papo. So, also die Modelle selber sind identisch. Da hat sich nichts verändert. Es ist nur die Koloration, die eine andere ist. Bei dem hier sind auch nochmal die Füße dunkler abgesetzt als wie bei dem hier. Die sind eher hell geblieben. Ich denke mal, da wird es nochmal besonders deutlich. Ich zeige den nochmal im Detail. Da haben wir einmal mal die weißen Tupfen hier auf der Knochenplatte überall. Ne? Und diese viel, viel hellere Koloration hier des Grüns, das ist schon fast eher grau, so ein Grün-Grau. Und dann hier nochmal die Dunkelfärbung der Füße selber, die der zweiten Generation fehlen. Auch der Kopf ist hier wesentlich heller. Aber ansonsten ist das Modell haargenau dasselbe wie die zweite Generation. Also es hat sich eigentlich nur die Koloration verändert. So, auch die Innenseiten der Platten, da wird es nochmal deutlich. Da ist er auch nochmal weiß getüncht. Zum Vergleich nochmal die zweite Generation. Hier ist es dunkel gehalten und entspricht eher dem Stegosaurus aus The Lost World, wovon der inspiriert wurde. Und hier sind sie schlicht braun gehalten mit ein bisschen ja, schwarz-grau, so vorsichtig mit angesprüht. So, und auch das Grün ist hier viel intensiver als wie etwa bei dem Modell. Auch die Stacheln am Schwanzende sind hier eher sehr hell. Kommen hier sehr cremeweiß rüber. Während sie bei der zweiten Generation eher grün gehalten wurden, mit grün gefärbt wurden, teilweise beige. Ja, alles sehr dunkel, viel, viel dunkler. Die Innenseiten der Platten ist grün und braun an den Rändern. Tja, ihr Lieben, das sind also die markanten Unterschiede zwischen erster und zweiter Generation. So sieht er also aus.
Und auch hier nochmal, da sieht man Sapir so, als hätte er im Morast gesteckt oder so mit seinen Füßen. Ja. Ja, ganz fantastisch. Also ich bin super happy. Vielen Dank nochmal, Selina, dass du da die Augen offen gehalten hast und mich darauf hingewiesen hast. Man kann ja nicht alles sehen, nicht alles erkennen und alles sofort wissen und so weiter. Und da ist es schön, wenn ich da Unterstützung bekomme und andere auch noch die Augen offen halten und sagen, hey Katrin, du guck mal, ich habe da was entdeckt und so weiter. Da freue ich mich immer wieder drüber. Also ruhig weiter so, ihr Leute. Ich bin euch echt dankbar dafür. Ihr unterstützt mich da auch sehr in meiner Arbeit mit euren Infos an mich, wenn ihr was entdeckt habt, was mir vielleicht noch nicht bekannt war. Und letztendlich kommt es doch allen zugute, die sich für meinen Kanal, für meine Videos und für Dinosaurier allgemein interessieren. So, und das sind alle meine Stegosaurus-Modelle von Papo nochmal auf einen Blick. Die erste Generation hier in der Mitte als Star des Videos, auf der rechten Seite die zweite Generation und hier ganz links außen, das ist mal eine Farbvariation, die habe ich euch auch schon mal näher gezeigt in einem anderen Video. Das fand ich so faszinierend, den musste ich unbedingt haben. Und ich finde, die sehen alle drei so schön zusammen aus. Also ich bin sowas von glücklich, dass ich den jetzt habe. Ich freue mich echt. Ah, herrlich. Den hatte ich ja auch noch eine Weile lang gesucht gehabt. Wie oft habe ich gemeint, ich habe den jetzt gefunden oder andere, die für mich geguckt haben oder ohne, dass sie von mir beauftragt wurden. Und es stellte sich immer wieder raus, es ist tatsächlich doch immer der gewesen. Tja, ihr Lieben, das war es im Prinzip auch schon gewesen. Sorry für das Kindergeschrei im Hintergrund. Mein Nachbar hat anscheinend einen Kindergeburtstag, von dem ich lautstark mitbekomme. Nun denn, so sind's halt, die lieben Kleinen. Ich klinge mich aus. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und wir sehen uns. Bye.